Spannkrimi. Denn in die Spitzengruppe mit reingekommen ist das schweizerische Gespann Schmiedmatte. Und hier also der Zieneinlauf Schmiedmatte ganz knapp vor Werner Schwertzel auf Platz 3, der Schweizer Rolf Bieland, der an der Spitze lag und dem dann leider auf den letzten 100 Meter die Kette gerissen war. Rolf Steinhausen und Sepp Huber sind Vierte geworden. Aber es reicht. Während hier also die Siegerehrung ist, Werner Schwertzel scheint offensichtlich sehr gern zu küssen. Er tut es eifrig, der Schwarzwälder. Die offiziellen Delegierten von Motocov Prag, umrahmt von den Trachtenfrauen. Und dann die Fachdiskussion mit unserem englischen Freund. Stimmt die Punktzahl, reicht die Punktzahl, aber erst muss er einmal Erzquellpilz trinken. Und man sieht, er tut es mit Wohlbehagen. Und dank Rolf Steinhausen wird man also auch künftig jenseits des Kanals auf der englischen Insel das gute Erzquellbier trinken. Next day, you come to England, I buy the beer. Ist das ein Werbespot für die Wieler Achsenfabrik? Die Zuschauer gehen nach Hause. Aber für Rolf Steinhausen und für Sepp Huber ist noch lange nicht alles vorbei. Denn der nächste Tag wird es zeigen, dass für sie damit der Weltmeisterrummel erst einmal anfängt. Wisst ihr was, damit das jetzt nicht so durch ist? Jetzt wollen wir uns führen auf der Schnapsstraße. Das ist der Fahrer, ja. Das ist der Fahrer. Ja, ja. Kann man mit den jungen Dingen. Das ist Deutschlands größter, nicht, also längster Rennleiter, nicht größter, längster. Getreuen Helfer und Betreuer Oliver Althoff. Ulrich Althoff aus Gerhardshiesen, genannt Oliver. Ich glaube, wer das Geschehen auf den Rennstrecken verfolgt hat, wird immer wieder festgestellt haben, ohne Oliver geht es nicht. Also Oliver, auch dir herzlichen Dank nochmal. Im Bilstein so viel zu tun, so viel Arbeit und den Kopf so voll, dass ich nicht lange etwas aufs Papier bringen konnte. Aber meine Damen und Herren, ich nehme an, das ist auch nicht nötig. Glückwunsch. Und ebenfalls einen Blumenstrauß an die großen Widersacher Schmied, Mathilde. Ich bitte nochmal zum herzlichen Applaus. Nun habe ich noch eine Bitte an Sie. Schwach bat noch einmal um Disziplin bei dem Corso. Aber der Corso rollt.
haben dann mehr aus, also durch Jenniken durch, hier als begeisterter Zuschauer Max Krämer. Und er hat genauso seine Freude an diesem Corso wie all die begeisterten Zuschauer, die unseren Weltmeistern zuwinken. Erste Station des Corsos, wie könnte es anders sein, die Erzquellbrauerei in Bilstein. Auch hier eine große Menschenmenge. Vom vergangenen Sonntag, Schmied Mattel mit von der Partie und so wie ihre Vorgänger es früher einmal getan haben, Fritz Scheidegger und Florian Matthias, so erleben sie also auch den Fest- und Jubelzug durch das Oberbayerische und werden immer wieder gefeiert und Freunde winken hier und dort. Dann landet der Corso am Rathaus in Wiel. Dort bereits eine große Menschenmenge. Liebe Sportsfreunde,
Ich darf heute zum zweiten Mal die Weltmeister der Seitenwaren Rolf Steinhaus, der Puber und Oliver Althoff hier in Wien recht herzlich willkommen heißen. Rolfke, Sepp dir und Oliver, du hörst dazu, ihr drei seid eingespannt. Wir gratulieren euch recht, recht herzlich und drücken euch weiterhin die Daumen. Wir freuen uns, dass wir das sechste Mal hier aus der Stadt Wiel oder dem MSC Bilstein den Weltmeister stellen können im Seitenwarengespann. Und das ist ja eine schöne runde Zahl. Ein halbes Dutzend. Dann möchte ich besonders begrüßen die Konkurrenten und die Sieger des letzten Sonntags mit seinem Beifahrer, Herrn Martell. Herr Reusch, herzlichen Glückwunsch. Und Weltmeister Max Deibel und Emil Hörner hier begrüßen. Sie hören noch immer mit zur Crew. Ja. Paul von der 30. Folge. Ich kann auch dem Meisterbürger noch seinen Applaus. Unser Kamerateam überall dabei. Befreundete Nachbarclubs grüßen. Und so geht der Triumphzug also aus Wiel raus. Und dann beginnt der Grand Prix von Wiel nach Nemort. Vollendete Kurventechnik, selbst mit einem Daimler-Benz-Kombiwagen gefahren. Ob man an der Tropfsteinhöhle wohl einhält, jawohl, dort ist geschehen. Und auch also im Stammlokal wird ein kurzer Willkommensgruß geboten. Dann aber ist man in Niederbierenbach. Für unsere Kameraleute ist es schon ein wenig dunkel geworden. Auch hier natürlich großer Jubel und ein herzlicher Empfang. Ja, liebe Freunde, der Film zeigt sehr viel Sonnenseiten. Und es sieht überall aus, als wäre es schön und herrlich. Der Weg dorthin aber, das sollte man einmal ganz klipp und klar sagen, ist mit Dornen besät. Ist voll Entbehrung und Verzicht. Nur Männer wie Max bearbeitet worden bis dato. Das ist ja das erste Mal, dass wir es überhaupt zeigen. Und das ist einmalig oder gibt es eventuell auch in anderen Ländern ähnliche Entwicklungen wie hier auf Formel 1 Basis? Ähnliche Entwicklungen gibt es schon, nur in dieser Art ist es, glaube ich, vorerst einmalig. Herr Steinhausen, wir...